Herzlich willkommen in der St. Laurentiuskirche in Schwarmstedt. Heute ist der Sonntag Reminiscere, Gedenke. Doch dazu später mehr. Zuerst möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Ich bin Frank Richter und einer der Pastoren hier in Schwarmstedt. Mit mir gestaltet Christina Peper vom Kirchenvorstand diesen Gottesdienst. Und natürlich, wir haben sie noch nicht gesehen, aber schon gehört, Clara Strutz an Orgel und Klavier. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie alle unsere Gottesdienste, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten des 25. Psalms. Das ist der Psalm, aus dem der Name des Sonntags herrührt. Zu dir, Herr, trage ich, was mir auf der Seele liegt. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich keine Enttäuschung erfahren, sonst triumphieren meine Feinde über mich. Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt. Zeige mir deine Wege, Herr, und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen. Lass mich nach deiner Wahrheit leben und lehre mich. Denn du bist es, Gott, der mir hilft. Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr, denn schon seit Urzeiten bestehen sie. Aber an meine Vergehen sollst du nicht denken, auch nicht an die Sünden aus meinen Jugendtagen. Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht. Du meinst es doch gut mit mir, Herr. Heiliger Gott, du hörst nach Gerechtigkeit schreien, die Unrecht leiden. Du kennst unsere Ungeduld und unsere Sehnsucht nach freiem und unbeschwertem Leben. Erneuere deine Welt und uns durch dein Erbarmen. Amen. Das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen
und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren, Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Einer der wichtigsten Sätze der Reformation ist: Allein durch den Glauben, so wird der Mensch gerecht. Martin Luther hat es auf Lateinisch gesagt: Sola fide. Eine der wichtigsten Bibelstellen, um diese bahnbrechende Befreiung zu erlangen, war für Luther das 5. Kapitel des Römerbriefs. Ich lese die Verse 1 bis 5. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Amen. Lasst uns auf Gottes Worte antworten, indem wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade und Friede sei nun mit euch allen. Gedenke, liebe Gemeinde, ich hatte es zur Begrüßung schon gesagt, auf Lateinisch reminiscere, das ist der kirchliche Name für den heutigen Sonntag. Oder etwas anders übersetzt, erinnere dich daran oder auch vergiss nicht. Woran denn? Vergiss nicht, Gott, dass du barmherzig und gütig bist. So heißt es im 25. Psalm, den wir eingangs gebetet haben. Vergiss nicht, Gott, dass du barmherzig und gütig bist. Sehr seltsam. Muss Gott etwa daran erinnert werden, dass er freundlich und zugewandt ist? Dabei ist Gottes Güte doch eigentlich eines seiner Markenzeichen. Aber
wenn er nicht daran erinnert wird, vergisst er das dann womöglich und zeigt seine rachsüchtige und grausame Seite? Interessanter Gedanke. Vielleicht ist es dann doch einfach sicherer, ihn daran zu erinnern, dass er gütig und freundlich ist. Schaden kann es jedenfalls nichts. Was bei Gott gilt, gilt wohl auch für uns Menschen. Erinnere dich, Mensch, dass du eigentlich gütig und freundlich bist. Vergiss das nicht, wenn dich dein Nachbar oder die Arbeitskollegin ärgert. Du musst nicht unbedingt deine rachsüchtige Seite zeigen. Versuch es doch mal mit Freundlichkeit. Sich selbst daran zu erinnern, finde ich auch keine blöde Idee. Und Gott hat sich selbst sogar ein Zeichen dafür gesetzt, den Regenbogen. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem, was lebt, heißt es im ersten Buch Mose. Der Regenbogen, ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Er lässt den Himmel wieder aufgehen nach den Stürmen und Leiden der Zeit. Gott wird daran erinnert, dass er gütig und freundlich ist. Gott macht sich ein Zeichen dafür. Vielleicht sollten auch wir uns solche Erinnerungszeichen machen. Aber was könnte das sein? Knoten im Taschentuch haben ausgedient, seit es Papiertaschentücher gibt. Aber wie wäre es denn mit einem Smiley auf dem Handy, das wir ständig dabei haben, oder auf dem Portemonnaie? Reminiscere. Denkt daran und bewahrt es im Herzen. Gott ist gütig, freundlich und barmherzig. Und du bist sein Ebenbild. In diesem Sinne, einen schönen, barmherzigen und freundlichen Sonntag, Reminiscere. Amen. Lasst uns für uns und unsere Welt beten. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Deine Barmherzigkeit rettet. Deine
Barmherzigkeit heilt, deine Barmherzigkeit beschützt. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und rette deine Schöpfung. Erinnere dich, ewiger Gott, an die traumatisierten Kinder in den Flüchtlingslagern. Erinnere dich an die Menschen, die kein Zuhause haben. Erinnere dich an die Mutigen, die den Gewaltherrschern widerstehen. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Erhöre uns und rette uns. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und heile die Kranken. Erinnere dich, ewiger Gott, an die Kranken auf den Intensivstationen und auch an die Genesenden. Erinnere dich an die, die gerade zur Zeit alles für die Kranken und Hinfälligen tun. Erinnere dich an die Trauernden und hülle die in deine Liebe, die ohne Umarmung Abschied nehmen mussten. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Erhöre uns und heile uns. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und beschütze die dir vertrauen. Erinnere dich an die Verfolgten in der Welt. Erinnere dich an die Verzweifelten und die, die um ihre Existenz fürchtenden. Erinnere dich an unsere Gemeinde und an alle, für die wir Verantwortung haben. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Berühre uns mit deiner Barmherzigkeit. Erhöre uns und beschütze uns. Und gemeinsam beten wir wie Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.